Andreas Doro und hier zeige ich dir einen ganz einfachen Trick, wie du aus einer ganz normalen Kaffeefiltertüte einen perfekten Mundschutz gegen das Coronavirus machen kannst. Du musst wissen, dass das Filterpapier vom Kaffee eine ziemlich feine Porengröße hat und damit auch sehr viele von den Partikeln, von den Tröpfchen, die für die Tröpfcheninfektion sorgen, die schon abfangen kannst mit so einem Kaffeefilter. Ich habe einfach mit Tesa von außen nach innen kleine Laschen dran geklebt, habe ein Gummiband hier eingefügt und habe es zugetackert. Und das Ganze ist wunderbar stabil. Man soll es nicht glauben. Und schauen wir es mal an. Ich setze es hier auf und zack. Und wir haben einen wirklich dicht anliegenden, sehr guten Mund-Nasen-Schutz. Und du merkst es, wenn ich atme, es zieht es richtig an. Der Atemwiderstand ist ganz groß und das zeugt davon, dass die Porengröße von dem Filter auch relativ klein ist. Ich finde, dass es hier sogar dichter abdrückt und die Luft abhält als ein medizinischer Mundschutz. Kauf dir Kaffeefilter, vielleicht wird Melita die Welt retten, ich weiß es nicht, aber ich glaube ganz im Ernst, es ist wirklich eine gute Möglichkeit für einen improvisierten, einfachen Mundschutz. Viel Spaß dabei und passt auf euch auf.